13 Jahre ist die Freeride World Tour zu Gast in Fieberbrunn. 13 Jahre, wo sich vor allem auch die Wahrnehmung hier im Pillerseetal extrem aufgrund dieser dynamischen und höchst attraktiven Sportart verändert hat. In diesen 13 Jahren ist sehr, sehr viel passiert, aber etwas ist noch nie passiert, und zwar genau dieser Freeride Talk. Und dementsprechend darf ich Sie recht herzlich begrüßen zum ersten Freeride Talk live aus dem TUI Blue hier direkt nebst der Talstation der Bergbahn in Fieberbrunn. Und mit dabei heute eine sehr, sehr illustre Runde, auf die ich jetzt näher eingehen darf. Sie war gestern das erste Mal am Fieberbrunner Hausberg, dem Wilzeloder. Sie war viele Jahre das Nonplusultra im Skiweltcup. Wir haben sie immer Miss GS, Miss Riesendorlauf genannt. Olympiasiegerin 2010 in Vancouver, dann die Silbermedaille gewonnen 2014 in Sochi, mehrfache Medaillengewinnerin bei Weltmeisterschaften, zum Beispiel 2015 in Beaver Creek oder auch 2019 in Ore. Dreimal den Riesendorlauf Gesamtweltcup gewonnen und 19 Weltcup-Siege. Eindrucksvolle Karriere. Wir sagen Hallo in Richtung Vicky Rebensburg. Hallo, Stefan. Freut mich, dass ich da seid. Ja. Dann, vor knapp, ich würde sagen, 2 bis 3 Wochen war er Insidern bekannt als sehr, sehr guter Skifahrer, Freerider. Dann hörte man von einem Sturz zum Beispiel beim Open Faces Event in seiner Heimat zu Hause in Montafon. Danach unter anderem vergangenes Wochenende Sieg beim Freeride 4-Sterne-Qualifier, gleichbedeutend mit der Qualifikation für die nächstjährige Freeride World Tour und gleichzeitig auch Wildcard hier für Fieberbrunn. Der Rest ist ein Märchen. Sieg hier am prestigeträchtigen und vielleicht wichtigsten Freeride-Berg Österreichs, den Wilzeloder. Wir begrüßen den Sieger von gestern im Skibereich, Max Hitzig. Dankeschön. Freut mich, dass ich da bin. Am Anfang seiner Karriere war er viel in der Freestyle-Szene unterwegs. Er und Style, Dauerbrenner. Knapp 15 Mal war er bei diesem Event am Start. Der prestigeträchtigste Event wohl im Snowboard-Freestyle-Bereich. Und das heißt schon mal was. Mehr und mehr ins Gelände, in das Backcountry übergegangen. Videoclips mit Millionen Aufrufe und ein Highlight mit Sicherheit. Der eigene Film, Movie Local Surrounding, sehr, sehr viel auch im Zillertal, in Tirol im Allgemeinen gedreht. Idee, Regie, Schnitt, Produktion, alles aus seiner Hand. Gestern am Start die Premiere hier im Pillerseetal auf der World Tour. Werner Stock heute zu Gast im TUI Blue. Servus Stefan, freut mich, dass ich da sein kann. Und mich freut es, nebst diesen dreien auch diesen Mann begrüßen zu dürfen. Das Fallschirmspringen ist seine Welt. Seit 2001 in diesem Sport so richtig zu Hause. Mehr als 10.000 Sprünge später ist er nicht nur Teammember im Red Bull Skydive Team, sondern hat mit diesem Team auch den Wingsuit-Sport mit revolutioniert. Mega Swing und Bang on Times sind ganz, ganz eng mit seinem Namen verbunden. Here we go, Marco Waltenspiel. Servus Stefan, grüß dich. Also, es wurde nicht gespart, wir haben eine großartige Runde heute hier vor Ort. Beginnen darf ich aber, und ich hoffe, Vicky, du nimmst mir es nicht übel, wenn ich nicht Ladies first, deshalb habe ich dich als Lady als allererstes vorgestellt, mit dem Mann, der gestern schon zumindest seine Geschichte höchst attraktiv geschrieben hat. Max, jetzt sind knapp 24 Stunden oder ein bisschen mehr vergangen seit deinem historischen Sieg, seit 2011, der erste österreichische Sieg wieder über den Wilzeloder. Das bei deinem ersten Freeride World Tour Event überhaupt. Was ist jetzt in all diesen 24, 36 Stunden alles mit dir passiert? Ja, also ich habe die ganzen Erfahrungen mit meinen Freunden und mit der Familie geteilt. Und viel Zeit habe ich auch gebraucht, um das zu verarbeiten. Und jetzt kann ich so langsam realisieren, dass ich da bei uns in Österreich das erleben darf und halt auf dem Treppchen stehe. Also Wahnsinn, ich kann es fast nicht glauben. Wie du hierher gereist bist nach Fieberbrunn, das ist ja alles sehr, sehr schnell gegangen. Lassen wir mal diese letzten 2 Wochen bei dir Revue passieren. Was ist denn da alles passiert und ab wann hattest du das Wissen, okay, ich werde in Fieberbrunn bei der World Tour beim wichtigsten österreichischen Freeride-Event am Start stehen? Das habe ich eigentlich erst vor 2 Tagen erfahren und ganz zufällig in Jasna beim 4-Stern-Qualifier bin ich Zweiter geworden und habe mich somit für die World Tour 23 fix qualifiziert. Und dann hat der Nicolai Hailwoods
gesagt, ja, hey Max, möchtest du in Fieberbrunn auch mitfahren und du kriegst eine Wildcard. Was war deine Antwort? Ich war mir wirklich nicht sicher, ob ich das will, weil es halt echt eine Herausforderung ist. Aber da kann ich natürlich nicht ablehnen. Und ja, dann ja, jetzt bin ich halt mitgefahren. Ja. Genau. Gutwilligerweise. Vicky, du hast den Lauf gestern von Max, glaube ich, auch gesehen. Wir haben uns ja gestern schon unterhalten und du warst absolut paff. Ja, es ist mega, was sie da runter macht. Also gerade auch noch mit den ganzen Tricks, das zu vereinen, dann das Tempo. Aber das war ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht, wie schnell ihr da einfach runterschießt. So, vor allen Dingen unten waren ja die Verhältnisse doch ziemlich wechselhaft. Und von dem her, ja, Chapeau. Also echt cool war es zum Zuschauen. Für all jene, die den Run vom neuen Freeride World Tour Sieger Max Hitzig vielleicht nicht gesehen haben, wir haben einige Impressionen aus seinem gestrigen Siegesrun. Ja. Ja, vor 3 Wochen war ich noch nicht einmal dazu erlaubt, zum 4-Stern-Qualifiers zu fahren. Dann habe ich Wildcard für den 4-Stern bekommen, habe da gewonnen, habe wieder eine Wildcard für die Qualifier Finals bekommen und habe da vor 2 Tagen im Jahr den 2. Platz belegt und mich für World Tour nächstes Jahr schon qualifizieren können. In Fieberbrunn, we have our Wildcard, the Austrian Lope Dog Max Hitzig is dropping in. Launching there with a massive 3, stomps it. And then we've got another run 3. Becky. Beautiful stuff there, perfect. Ja, wir mitfahren heute und dass es so gut funktioniert und dass ich gerade auf dem Podest stehe, das hätte ich echt nicht erwartet. Und dementsprechend bin ich richtig glücklich gerade. Max, von der Austria Presseagentur zum Beispiel, der Hans Gödel ist hier in Fieberbrunn und der hat mir vorher noch erzählt, selten, und er ist nahezu bei allen großen Sportevents weltweit dabei gewesen, selten sowas ja, Großartiges, Cooles, Attraktives gesehen. Wenn du selber diese Bilder von dir siehst, was geht dir da durch den Kopf? Boah, schwierig zu sagen. Ja, eigentlich wollte ich diese Saison gar keine Wettbewerbe fahren, nur Spaß bei mir daheim im Skigebiet haben. Ja, und dann als das vor 3 Wochen angefangen hat, ist da so viel auf mich zugekommen. Es war auch wirklich anstrengend, 10 Stunden Auto fahren, Faces scopen, Wettbewerb fahren, dann wieder 10 Stunden in die andere Richtung. Ja, also anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ist es dein Leben, das Contestfahren? Wenn man sich auf deiner Instagram-Seite umsieht, du bist zu Hause, wirklich in der Luft, du stehst nahezu jeden Sprung, hat man das Gefühl, völlig egal, welcher Schwierigkeitsgrad, aber ist das Contestfahren auch dein Leben? Vor 3 Wochen im Mont davon, da war ein Wettbewerb, da habe ich 2 Schwünge gemacht und bin auf den Stein raufgefahren, habe einen Ski verloren. Da dachte ich mir, nee, ich fahre nie wieder Contests. Und am selben Tag habe ich dann aber die Zusage gekriegt, dass ich in der Schweiz mitfahren darf. Und dann habe ich zur Mama gesagt, hey, wie schaut es aus, soll ich überhaupt hingehen? Eigentlich habe ich nicht so viel Lust. Dann hat sie gesagt, ja, du hast eh nichts, verpasst eh nichts zu Hause, fahr da halt hin. Bin ich hingefahren und so hat die ganze Geschichte angefangen. Wird sich das Leben jetzt von dir verändern? Du bist, glaube ich, im Elektrobereich tätig. Steigst du jetzt als Profi ein? Ja, ich kann aufgehört zu arbeiten im September. Also ich will auf jeden Fall Skifahren. Und durch das, dass ich jetzt nächstes Jahr in der World Tour bin, verändert sich natürlich alles. Also ich werde die ganze Saison darauf aufbauen, da mitzufahren. Bernie, du hast ja gestern natürlich auch den Lauf, denke ich mir, als Snowboarder vom Skifahrer angesehen. Hat es dich imponiert? Ja, also unglaublich, Max. Nochmal wirklich gratuliere da zu deiner Line und auch zu deiner Leistung. Es war ja wirklich nicht so einfach. Und von Österreicher zu Österreicher hat man natürlich total eine spezielle Bindung. Und wo ich dann den ersten Dreier gesehen habe über das Cliff, das, was, glaube ich, noch nie jemand gemacht hat, war ich wirklich so, wir sind echt oben gestanden, da waren mehrere Leute, alle so, wow, wow, wow. Und dann noch Backflip unten und wirklich bis ganz unten so ein super Run gehabt. Also wirklich gratuliere. Und alle Fahrer haben ihn oben gefeiert und es war wirklich eine saucoole Stimmung. Da war keiner neidisch um den Run oder sonst was, sondern wirklich jeder hat ihm, speziell dem Max, wirklich Respekt gezeigt durch die Wildcard und dann noch gewinnen, noch dazu. Also wirklich Hut ab, das ist wirklich eine Märchengeschichte, wie du gesagt hast. Vicky,
Du bist jetzt bei den Abfahrtsläufen unter anderem dieser Welt zu Hause gewesen. Wenn du das jetzt zu gestern vergleichst, diese Fahrt von Max, von Wernie und von allen anderen, die also gestern mitgefahren sind, erinnert es dich irgendwie an irgendeine Strecke oder sagst du, das ist so eine andere Geschichte nochmals? Ja, also das erinnert mir gar nichts, also was ich bisher erlebt habe. Es ist echt, also ich bin auch so eine kleine Rinde runtergefahren, die sind natürlich weit weg von dem, was die machen, aber es ist einfach, es ist steil, es war natürlich, der Schnee war ziemlich unterschiedlich und das hat es für mich ein bisschen schwierig gemacht, weil man hat sich nicht wirklich drauf einsteigen können. Und wie gesagt, es ist steil, also wenn da mal irgendwie, wenn es dann schief frisst, dann hast du ein Problem. Wir sind ja spontan und dementsprechend könnte man vielleicht jetzt die Bilder von der Vicky einspielen. Sie hat nämlich gestern gesagt, es war brutal und es war steil, weil auch sie ist vom Wilzeloder runtergefahren und den einen oder anderen Schwung von der Olympiasiegerin dürfen wir jetzt hier zeigen. Es war echt mega cool zum Fahren, anspruchsvoll und meine Oberschenkel sind echt am Ende gerade nach dem Lauf, aber es war echt eine richtig coole Erfahrung. Das ist der Vorteil, oder? Wenn man in der Skifahrerrente ist, dann wird man hinaufgeflogen. Die Jungs haben gestern noch hinaufgehen müssen. Wie ist es oben am Loder, wenn man da oben steht, von der Steilheit? Es ist eng. Also ja, man hat da schon schauen müssen, dass man gut hinkommt. Und ich habe natürlich, ich konnte nicht mit anderen Touren-Skischuhe fahren. Ich habe meine Rennschuhe noch gehabt und die sind unten halt glatt, die Sohle. Also ich habe beim Rübergehen schon ein bisschen meine Probleme gehabt, weil es doch rutschig war. Du wurdest ja dann nochmals gefragt, ob du nochmals nach oben fliegen möchtest. Du hast ein dezentes, aber doch sehr lautstarkes Nein hinausgerufen. Ja, da haben sich wahrscheinlich alle gewundert. Also natürlich, es war eine super Erfahrung. Und ich habe mir gedacht, ich bin da auch mal gut runtergekommen. Und das war echt richtig cool. Und vielleicht darf ich ja nochmal kommen in Zukunft und dann kann ich ja vielleicht auch mal wieder runterfahren. Wir werden mit den Organisatoren sprechen, dass du wieder kommen darfst. Für dich war es ja jetzt die Premiere auch in Fieberbrunn, für dich war es die Premiere in der Freeride World Tour. Du bist viele Contests früher gefahren, hast dich dann ganz und gar auf die Filmprojekte konzentriert. Genau. Wie war es für dich gestern wieder in das Contest-Geschehen einzusteigen, vor allem eben auch bei den nicht allzu leichten Bedingungen? Ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich wieder total cool, zurück zu sein. Ich sage, das Schöne bei Contests ist, dass man eigentlich immer sehr, sehr viele Leute am Start hat oder rundherum und es feiern die wirklich mehrere Leute auf einmal. Der große Unterschied zum Filmen ist halt, beim Filmen bist du halt mit deinen engsten Freunden draußen, ob das jetzt bei mir mit dem Dom ist, mit dem Julian, dem Filmer oder mit meinem Kollegen, dem anderen Dom, dann feiern dich halt drei Leute und du hast natürlich ganz eine andere Stimmung, auch sehr, sehr schön, aber es hat halt wirklich, jedes hat seine Vor- und Nachteile, aber ich bin echt total happy, dass ich da die Wildcard auch gekriegt habe, dass ich das erste Mal überhaupt in meinem Leben einen Freeride-Contest fahre, mehr oder weniger. Und von dem her, ja, es ist nicht ganz perfekt gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hab ein bisschen zu viel auf mich selber gehört, wollte was sehr, sehr Cooles machen, sehr, sehr stylisch und hat nicht ganz von oben bis unten funktioniert, aber wie du schon gesagt hast, es war echt nicht ganz so einfach zum Fahren. Und deswegen wirklich Hut ab vor wirklich allen Fahrern, die gestern wirklich ein extrem, extrem hohes Level gezeigt haben. Und ja, ich hoffe, das ist eigentlich nur der Start von einer guten Geschichte. Marco, bevor wir jetzt dann auch über deine Thematik sprechen
Wingsuit fliegen. Auch da haben wir ja dann ein paar Bilder. Wie hast du das gestern mitbekommen, das Event? Und wie kann man das Freeriden vielleicht auch mit dem Wingsuit fliegen vergleichen? Beides schaut riskant aus, aber beides, glaube ich, muss sehr, sehr genau auch geplant sein. Für uns war das gestern halt so, du stehst halt unten beim Zühang und so und schaust halt auf die Face und du kannst das nicht so wirklich einschätzen, oder? Aber im Endeffekt, wo wir dann quasi mit dem Team in Formation beim Start vorbeigeflogen sind und du schaust halt mal kurz auf, ist eh klar, du schaust halt, wo du hinfliegst und ich habe mir nur gedacht, so, ich bin eigentlich froh, dass ich in der Wingsuit stecke und nicht da oben stehe, Skifahren, Snowboarden, irgendwas muss. Ja. Also ist schon heftig, glaube ich, da. Das heißt definitiv Respekt von deiner Seite. Ja, definitiv. Wie schaut es bei dir mit dem Skifahren aus? Snowboarden, Skifahrer? Snowboarden, ja. Mhm, voll. Aber ich war heuer dreimal, wir sind recht viel unterwegs. Von dem her fühle ich mich da gerade ein wenig fehl am Platz in der Runde bei den ganzen Orgensender, was Snowboarden und Skifahren angeht. Sagt Mr. Wingsuit. Ich würde sagen, wir schauen jetzt nochmals ganz kurz den Werni Stock auf sein Brett und auf seine Beine. Das war gestern seine Fahrt zu Platz Nummer, ich glaube, 6 war es. We head straight back up to the top, our Austrian wildcard. He is so hyped to be here. We've seen him in films, we've seen him in natural selection. How is his vibe? Yeah, but I think he's used to sending those. So tricky now, Bernie coming in to this trick jump and sending a massive 360 so fast, that rollaway takeoff. You cannot underestimate how difficult that is. Bernie Stock, da schaut alles so leicht aus. Das ist auch dein Style, oder? Dieses Spielerische. Ja, also ich glaube schon, das war wirklich mein Ziel. Ich möchte einfach, eigentlich habe ich sehr, sehr viel auf mich selber gehört. Ich wollte einfach, dass es sehr, sehr cool ausschaut. Und das ist, glaube ich, meistens auch das, was mir am Herzen liegt, dass ich wirklich mit viel Style fahre und mit viel Kontrolle. Und das war ja nicht ganz so einfach. Ich wollte eben oben, habe ich was sehr, sehr Technisches probiert, da wo es mir mal auf den Hinterteil gehaut hat. Das war ein sogenannter Switchback Side 5 und da hat mir gestern jemand gesagt, ja, das hat es in der Freeride World noch gar nicht gegeben. Dann habe ich mir gedacht, ja super, ich fahre mal mit, dann hat nicht geklappt, aber es ist sicher ein cooler Ansatz und ja, vielleicht hätte es so ein sicherer Spiel, dann hätte ein anderes Ergebnis rausgeschaut, aber ich glaube, so habe ich das probiert, was für mich wichtig war und für mich selber eigentlich, glaube ich, das Richtige war. Hat halt nicht ganz geklappt, aber eigentlich am Ende vom Tag, muss ich sagen, bin ich happy. Wie war denn die Resonanz von der Community, von deiner Community, auch von deinen Freunden, Verwandten, von der Frau, wie du gesagt hast, okay, Fieberbrunn, here we go? Ja, voll cool, also wirklich alle Leute haben wir gratuliert, ja cool, dass du es probierst und auch die, ich sag mal, die ganze Herausforderung annimmst. Es ist ja jetzt auch nicht so, wie eben gesagt, ich bin noch nie an Freeride Contest gefahren. Natürlich, wenn ich beim Filmen bin, und es hat super Schnee, man macht schöne Aufnahmen, dann ist das unverspurt und alles lässig zum Fahren. Aber so war es natürlich schon was Neues und es war eine super schöne Erfahrung und ich hoffe wirklich, dass das erst der Start ist von einer langen Geschichte. Vicky, bei euch im Skiweltcup, wenn man ehrlich ist, ist doch das eine oder andere Mal eine Verschiebung, theoretisch sogar eine Absage wegen Nebel, weil der Schnee nicht ganz so gut ist. Jetzt, der Schnee war gestern schwierig aufgrund eben dieser extrem langen, was ja auch schön ist, Schönwetterperiode. Aber sagst du da nochmals mehr Respekt den Mädels und den Burschen, dass sie bei nahezu allen Schneebedingungen auch die Challenge annehmen? Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es ja so, dass es halt so unterschiedlich war. Und gerade, ich stelle mir das halt zart vor, wenn du einen Sprung machst und du weißt halt nicht, wie ist da die Landung. Also ist es weich, hart, gefroren, wie auch immer. Und ich glaube, das macht ja schon wahnsinnig viel aus dann. Und das ist echt, glaube ich, die größte Herausforderung gerade jetzt gestern gewesen, dass es einfach so unterschiedliches. Max, war diese Line, diese Siegesline von dir in Lauf Nummer 1 mit den 93 Punkten gestern die Line, die du dir am Gegenham, sprich am Lerchwitz-Kogel, auch genau angeschaut hast? Ja, ich habe mir das genauso angeschaut. Der erste Sprung, der hat mich zwar schon überrascht, als ich in der Luft war, dachte ich mir, ui, das ist fast doppelt so hoch, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, hat dann trotzdem funktioniert. Und es war Gott sei Dank schon recht weich am Morgen von der Sonne. Also hat super gepasst, ja. Du wirkst sehr, sehr ruhig, sehr entspannt eigentlich auch da. Wie würdest du dich selber beschreiben? Ja, eigentlich eher eine ruhige, zurückhaltende Person, schüchtern.
wenn ich Leute besser kenne, dann nicht mehr so. Dann bin ich eher ja, aufgedreht und ja, schlimm. Furchtbar. Ja. Okay. Übrigens die erste Fernsehshow da von Max Hitzig, der übrigens morgen dann auch bei Vorarlberg heute im ORF geladen sein wird. Ja, coole Geschichte, oder? Mit 19 Jahren hierher kommen, Marco, erste Mal am Start zu stehen, dann gewinnen, eine völlig neue Welt kennenzulernen. Du als alter, junger Hase, alt im Sinne von, weil du schon viele Jahre in dem Geschäft zu Hause bist, im ja. Big Business. Was hast du für einen Tipp? Boah. Für Max. Nicht, was, das ist immer schwierig, Tipps abgeben, wenn irgendwie jeder seinen eigenen Weg geht. Und ruhig bleiben und entspannt bleiben ist, glaube ich, ein guter Weg. Werni, du? Ja, ich glaube, der Max ist auf einem super Weg. Also ich glaube immer, wenn man generell der ruhigere Typ ist, ich glaube, das ist sehr, sehr gut und man lässt einfach das Vorn für sich sprechen. Und ich glaube, das Wichtigste, was es kommen mal im Laufe der Jahre wahrscheinlich Verletzungen dazu. Und ich sage, es ist oft was Negatives, aber das Coole ist, nach dem Negativen geht es wieder nach oben. Und immer das Hauptziel muss immer sein, der Spaß an der Sache und einfach die Gaude mit den Freunden. Und so wie gestern auch die Stimmung, wo ich weiß, ich bin mit Max oben gestanden, kurz vor seinem zweiten Run. Da habe ich gesagt, Max, bring das heim. Das war wunderschön, den Max da oben zu sehen. Ich habe ihn davor noch nicht gekannt und ich habe mich wirklich so extrem für ihn gefreut, dass er eben mit 93 Punkten. Also ich habe mir schon gedacht, dass das passt schon für Max und ja, das war echt mega. Und dann, ja, da bei dem ersten Feature, wo der ihm gesagt hat, der Max, wo er den Dreier gemacht hat, das ist wirklich, das war so hoch. Also das war echt, wo ich das von oben gesehen habe, ich habe mir gedacht, boah, was tut er denn? Und dann rausgefahren, so smooth und lässig, also wirklich Hut ab, weiter so und du wirst sehen, hast noch eine richtig schöne Karriere vor dir. Vicky, auch wenn die Freeride-Szene eine Familie ist, da wird jetzt schon ein bisschen was einbrechen auch auf ihn. Gestern gab es gerade auf Servus TV eine Dokumentation von der Anna Fenninger, Jetzt Fight, die auch über das gesprochen hat, dass sie einfach nicht vorbereitet worden ist auf all das, was eingebrochen worden ist. Hat übrigens auch ein Fieberbrunner gemacht, diese Dokumentation, nämlich der Max Feudel, wo wir richtig stolz sind auf den Maxa. Was kannst du dafür einen Tipp geben? Auf was muss man aufpassen, beziehungsweise ja, wo soll man vielleicht auch mal Nein sagen? Ja, ich finde es auch, ehrlich gesagt, wie du gesagt hast, nicht so leicht, Tipps zu geben, weil ich glaube, du wirst deinen Weg finden, dir selber treu bleiben und auch Spaß, wie du auch gesagt hast, an der Sache, das ist ganz entscheidend und so wie ich die bis jetzt kennengelernt habe mit deiner ruhigen Art, das ist, glaube ich, echt ein super Weg und ja, lass uns auf die zukommen, das wird alles gut. Du, wie fett war denn der Scheck eigentlich, der Siegescheck? Ich glaube 5,5. Du weißt es echt nicht? Nein, bin mir nicht sicher. Vor- oder Nachsteuer? Keine Schock Ahnung. Jetzt. Schock. Also ich glaube, ja, da muss ich nichts abgeben. Ein Waschsteuer. Also, wissen wir das auch, im Wingsuit-Leben, da gibt es keine Steuer, oder? Ah, zu Genüge. Da gibt es nur Black Money. Okay, ich hoffe, es schaut uns kein Finanzbeamter zu. Aber wir schauen jetzt da auf unseren Monitor, weil Marco Waltenspiel und die Jungs, die verzaubern uns immer wieder mit unglaublichem Content. Und gestern sind sie entlang des Wilzeloders geflogen. Gehabt, noch den Geburtstagsmann ja, Marco genau. Fürst. Ja, ist es für dich Normalität oder ist da schon immer wieder ein Reiz dabei? Du, da ist immer ein Reiz dabei, weil sonst darf er das nicht mehr machen, glaube ich, und so. Also wenn es dir halt nicht juckt, oder?
Aber sowas ist halt immer lässig, weil wir waren jetzt das erste Mal quasi als Team da, so Max und Marco. Und Marco gestern auch noch Geburtstag gehabt und so. Jetzt war das natürlich noch viel lässiger, das Wetter hat passt und so. Und wir haben uns am Vortag die ganze Geschichte ein wenig angeschaut, ob das überhaupt möglich ist, ob wir beim Start vorbeikommen, ob wir die Bowl noch ein bisschen ausfliegen können. Und das hat aber passt und genau, dann haben wir uns da langsam zubetastet mit dem Heli und wir haben glaube ich zwei Anflüge gemacht, weil beim ersten waren wir ein bisschen nah und es soll doch ungefähr passen. Man hat zwar viel Range, aber nichtsdestotrotz, Exit-Punkt ist wichtig und genau, und beim zweiten Anflug haben wir dann eine feine Line gefunden und gut ist. Diese Bowl, das ist diese Rechtskurve, was ihr geflogen seid? Genau, weil der ist halt, wenn das Face so da ist, oder geht halt da auch nochmal so ein Cliff da noch und genau, es schaut halt von unten irgendwie so aus wie ein Bowl. Das ist unglaublich, oder, was da in dieser Sportart auch in den letzten vergangenen Jahren weitergegangen ist. Also ein Bowl war wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht möglich, oder, so eine Kurve? Du schon, aber es ist auf alle Fälle viel weitergegangen. So, es ist halt, du hast jetzt irgendwie Wingsuits wie beim Skifahren, du hast Rennsuits, du hast Freestyle-Suits, du hast Distance-Suits, du hast voll viele verschiedene Sachen. Also kannst das echt gut anpassen von den Sachen, was du fliegen magst und so. Und genau von dem her ist schon einiges weitergegangen, ja. Wir könnten jetzt, und damit verabschieden wir den Max, weil der hat heute noch einen Medienauftritt. Max, danke dir fürs Dableiben in Fieberbrunn. Alles Gute, sag in Vorarlberg einen schönen Gruß und du wirst nächstes Jahr mit Sicherheit starten in Fieberbrunn? Ja, sicher noch nicht, aber halt, ich darf bei der World Tour mitfahren, aber für Fieberbrunn muss man sich dann halt wieder qualifizieren. Und ja, ich hoffe, das gelingt mir, dass ich halt wieder da sein darf. Es sind ja ein paar Leute auch hier bei uns in diesem Raum. Ich glaube, es gibt jetzt mal einen Riesenapplaus für the one and only, so können wir ihn jetzt nennen, Max Hitzig. Max, danke dir. Und bevor wir auf das Thema Content eingehen, hören wir nochmals rein, und zwar zum Chef der Freeride World Tour und zu Toni Niederwieser, seines Zeichens der Big Boss hier bei der Bergbahn in Fieberbrunn, weil die beiden, die haben etwas sehr, sehr Gutes zu verkünden. This year is year 13 and it's been a long experience together. It's one of the best, if not the best, event in the World Tour every year. And the Wilseloder behind us shows that even when snow conditions are not perfect, it's still a great mountain. So I'd like to thank Tony and the whole Fieberbrunn crew for the trust in Freeride World Tour, and we're looking forward to those next 5 years. Wir vertrauen einander, wir finden immer wieder einen Weg, wenn es ein Problem gibt, und wir sehen diesen großartigen Sport, dieses Freeride in Fieberbrunn am Wilseloder als einzigartig, und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir jetzt für 5 Jahre einen neuen Vertrag zustande gebracht haben, und ja, we are lucky. Dankeschön. We are lucky. Wir sind glücklich, so die Aussage vom Nicola Hale-Wood, Chef der Freeride World Tour, und eben Toni Niederwieser. 5 Jahre, also weiterhin der Sport zu Gast in Österreich. Für dich bisher aus der Entfernung, jetzt also direkt mittendrin. Was bedeutet es auch für den österreichischen Freestyle-Sport, dass man eben den Heimevent hat, da wo die Medien vor Ort sind, da wo vor allem ihr auch mal im Schaufenster seid? Ja, also gratuliere an beide Parteien, also dass wir in Tirol eben auch in Fieberbrunn den Freeride World Tour Stop haben können. Eines der zwei Finale ist wirklich, es ist ein Weltsport. Ich sag mal, Ski-Alpin ist im deutschsprachigen Raum sehr, sehr groß, und das Freeriden ist halt wirklich in Amerika, in Kanada wirklich sehr, sehr global, oder? Und man kann es auch sehen, wie viele Leute schauen das an und alles. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, vor allem für den Sport in Österreich mit vielen Qualifying-Events und mit dem Finale in Fieberbrunn, ja, ist ein Traum für jeden Sportler und jeden Freerider. Man hat da wirklich die Chance, sich nach oben zu arbeiten. Und ja, wenn man Glück hat, steht man mal im Finale in Fieberbrunn am Start. Und dann, wenn man da die österreichische Flagge repräsentieren kann, ist schon was ganz Besonderes. Hört man da heraus, dass ihr vielleicht in den ganz normalen Medien in Österreich ein bisschen underrated seid? Ja, es ist jetzt, ich sag mal, underrated jetzt vielleicht ein bisschen. Ja. Es ist halt doch, eine Randsportart, mehr eine Szenesportart. Es ist halt generell das Freestylen, Freeriden, ist halt nicht so groß wie jetzt das ganze Alpine, sage ich mal. Und ja, ich sage, in meiner besten
Contest-Zeit, wo ich schon mehr in den Medien, in der Tageszeitung, mal im ORF und so, das kriegt dann natürlich jeder mit. Aber für mich selber jetzt die größten Erfolge sind definitiv jetzt eigentlich am Ende meiner Karriere, wo ich eben eigene Sachen produziert habe, eigene Filme, wo es wirklich mehr in die Szene gehen, direkt zu den Leuten hin, die das von Herz her lieben und nicht für die Allgemeinheit. Das ist halt ja ganz was Besonderes und ein bisschen anders. Vicky, hat sich deine Einstellung jetzt ein bisschen verändert in Richtung auch der Freeride-Szene, was du da gestern gesehen hast? Und wie hast du die Freeride-Szene bisher auch in deiner Karriere wahrgenommen? Ja, ich habe das nicht so intensiv wahrgenommen natürlich. Also ich habe schon immer wieder mal Ausschnitte gesehen. Aber jetzt das einfach mal live zu sehen, wo sie runterfahrt, das ist schon echt Chapeau. Also das ist schon echt eine wahnsinnige Leistung. Und was ich mir nicht so leicht vorstelle, ist, wenn du gegenüber bist und du schaust dir dann von, weiß ich nicht, hunderten Meter Entfernung dein Line an und denkst, okay, das kann so gehen und eben dann geht der Sprung doppelt so hoch. Also das finde ich, ehrlich gesagt, ja, die größte Herausforderung. Und das ist ja echt eine ganz spezielle Eigenart, die da natürlich bei euch da mitkommt. Also ich glaube, vor allem beim Freeriden ist schon meistens eigentlich sehr, sehr viel Erfahrung dabei. Man lernt es ja über die Jahre. Jetzt so einen Durchstarter zu haben wie der Max, ich glaube, das gibt es gar nicht so oft. Vielleicht auf der Tour öfter, weil so wirklich Contest fahren, aber wenn man jetzt generell schaut, bei den ganzen Freeridern, ist das jetzt ein Travis Rice im Snowboard oder ein Jeremy Jones, die sind alle wirklich schon im höheren Alter. Also da redet man wirklich von der Erfahrung. Für mich ist das oft, wie wenn ich jetzt mir einen Bergführer vorstelle, da hat man auch nicht den 20-jährigen Buben vor dir, sondern da denkst du auch wirklich an einen erfahrenen Alpinisten, sage ich mal. Und das Gleiche ist das auch bei den Freeridern. Da ist ja wirklich viel Auge, viel Erfahrung, viel auf Berge schauen, auch viel Wetterkunde, von wo kommt, was daher. Da kommt dann einfach so viel zusammen. Und ja, es ist wahnsinnig schön, draußen zu sein in der Natur. Und wenn man dann eben so wie jetzt da in Fieberbrunn, wir waren jetzt gegen 8 am Start oben, wunderschönes Licht, das ist schon wirklich traumhaft, wenn man da oben stehen kann. Da macht einer Lust auf mehr. Findest du dich in den Wörtern auch wieder, was jetzt da der Wörni alles gesagt hat, auch in deiner Sportart? Mit der jeden Routine, Fall. Mit der Erfahrung, mit dem Älterwerden? Dass das Böse dich wieder fängt. Das hängt sich auf bei mir. Nein, aber eigentlich mit dem Erfahrungsschatz. Auf jeden Fall. Also da so die Sachen, was du sagst, du musst halt einfach eine gewisse Zeit in dem Sport sein, dass du einfach viel gesehen hast. Und natürlich gibt es in jeder Sportart irgendwie Young Guns und so, aber da muss man, glaube ich, halt dann echt schauen, dass die nicht jetzt komplett rushen und jetzt auch eben mehr eine Erfahrung sammeln und sammeln können, oder? Und von dem her, ja. Das ist auf alle Fälle so, ja. Weil wir da über die Erfahrung gesprochen haben. Gestern war deine Frau zum Beispiel hier, du hast ja gerade geheiratet. Mhm. Im Juli, glaube ich, gibt es erstmals Nachwuchs. Wie steht sie zu dem oder kennt sie einfach auch nichts anderes? Sie kennt es eigentlich nicht anders von mir und sie ist selber auch gesprungen. Von dem her ist es leichter zu erklären, sagen wir, die ganze Sache. Und sie weiß, wie ich es betreibe. Von dem her, sie denkt sich da nicht viel, weil es einfach sieht, dass ich es mit Hausverstand betreibe und heute halt auch nachsagen kann, sagen wir es so. Wir haben einen neuen in unserer Runde und den möchte ich ganz kurz für Sie zu Hause näher vorstellen. Er war selber Snowboard-Profi, jetzt ist er Profi mit seiner Kamera und Kreativität. Er arbeitet für Riesenbrands, große Brands, erfolgreiche Firmen wie Audi, North Face, Xiaomi und so weiter. Er ist Content Creator, war mit seinen Fotos schon auf extrem vielen Covers. Seine Fotos werden Tag für Tag von tausenden Menschen gesehen. Alleine auf Instagram folgen ihm mehr als 240.000 Menschen. Ein herzliches Hallo an Tom Klocker. Tom, servus. Servus. Cool, dass ich da sein darf. Und ja, freut mich, dass ich in einer coolen Runde bin. Tom, der Grund, warum du unter anderem eingeladen worden bist, nebst deiner kreativen Art und Weise, wie du arbeitest, ist vor allem auch die Zusammenarbeit zwischen Wörni und dir. Hast du gestern die Läufe eigentlich angesehen? Du warst ja nicht vor Ort hier in Fieberbrunn. Nein. Wir waren schon früh am Berg, deswegen war ich dann eh froh, dass wir daheim waren und dann habe ich mir ihn genau angeschaut. Ja. Warst du zufrieden? Also, ja, ich weiß, dass es natürlich gern besser gemacht hätte, aber die Bedingungen waren natürlich auch schwierig zum Fahren. Deswegen, aber für die Bedingungen hat das auf jeden Fall gut hingekriegt. Und mit dem Snowboard, denke ich, ist bei solchen Bedingungen schon einmal um einiges schwieriger als mit den Ski.
Aber du, ihr könnt ruhig beide zillerdeuerisch plaudern. Lasst uns einfach teilhaben an eurem Ja, aber nicht, dass es der Brunner mehr versteht. Weil dann wird es wieder zart. Ja, Untertitel kommt dann nachher in Deutsch. Na, wir wollen ja heute auch ein bisschen über das Thema Content sprechen. Ja. Das ist in Zeiten wie diesen irgendwie für Social Media Plattformen, Kanäle, Fernsehstationen das neue Gold. Und da hat der Tom natürlich schon etwas in die Szene gebracht, auch mit seiner Routine und gleichzeitig auch mit dem Wissen als Snowboard-Profi. Ja, total. Also ich muss echt sagen, wir waren ja beide zur selben Zeit Profis. Ich bin es ja immer noch und der Tom ist jetzt der Oberfotograf. Also wirklich Hut ab, wie schnell er das gemacht hat. Also für mich war er am Anfang, weiß noch, haben wir so, oder ja, der Freundeskreis hat so gesagt, ja, der Sunrise Tom, weil er extrem viele Sunrise-Touren gemacht hat. Und es ist nicht so leicht, weißt du, sich auf Instagram da durchzusetzen und auch da an die knapp 250.000 Follower zu kriegen. Weißt du, die Leute sehen immer die schönen Bilder und sagen, du hast so Glück gehabt, du hast es geschafft, dass du das so groß aufgebaut hast. Aber ich sage, da steckt so viel Arbeit dahinter, wirklich harte Arbeit, viel Talent und dass ich jetzt mit ihm rausgehen kann, also mit meinem besten Freund, zusammen arbeiten eigentlich, nicht zusammen arbeiten, zusammen eine Gaude haben. Er macht Fotos, ich bin in der Luft und mache meine coolen Tricks. Ist wirklich eines der schönsten Sachen, die es gibt, sage ich mal. Ihr habt da zum Beispiel das Pleasure Snowboard Magazin. Das ist zum Beispiel ein Cover, das bist du, Bernie, gemacht eben von Tom Klocker. Tom, wie geht's denn dir? Wärst du nicht gerne oft in der anderen Funktion noch der Snowboard-Profi, der Mann vor der Linse? Ja, jetzt, wo wir mal unterwegs waren, da habe ich dann schon wieder so einen Drang gehabt, ein bisschen. Man sieht dann, dass das Licht natürlich dann schon jetzt, keine Ahnung, nicht mehr so lang oben ist, dass halt dann der Schatten kommt bei dem Kickheiz zum Beispiel. Und man will dann halt, oder ich will jetzt in meine Loge halt natürlich dann das beste Foto halt wieder auszaubern von ihm oder halt zum Beispiel der andere Dom, der was da dabei ist, um wieder vielleicht so ein Cover auszukriegen. Aber ich hatte schon oft gegen den Drang wieder so ein bisschen mal, ja, mich da wieder mal drüber zu hauen. Wir, glaube ich, haben ja auch einige Bilder, die wir jetzt einspielen können von der Instagram-Seite von Tom Klocker, wo du ruhig auch drüber reden kannst. Also 242.000, glaube ich, habe ich heute gesehen. Der Audi Marketing Manager Corbinian Schreib, für Österreich zuständig von Audi, ist zum Beispiel ein Begeisterter, der hat mich heute noch angerufen und hat mir ein bisschen was über dich erzählt und über eben deine Strahlkraft auch als Fotograf. Lebst du deinen Traum? Ja, darf ich schon sagen. Also ich kann mir eigentlich für mich jetzt nichts Besseres vorstellen, weil immer die Abwechslung zu, natürlich ist ja nicht alles jetzt nur, sag jetzt mal, keine Ahnung, Spaß, natürlich gehört auch manchmal die richtige Arbeit halt auch dazu, aber das meiste ist für mich eigentlich schon eine Gaude zu haben, Spaß und halt mein Traum eigentlich zu leben, weil immer das draußen in der Natur oder neue Sachen entdecken und das dann halt verbinden mit dem Job, mit dem besten Freunde, Freundin, alle coolen Leute unterwegs zu sein und das dann draußen alles zu erleben, das ist eigentlich, für mich gibt es eh nichts Besseres, ja. Die Vicky ist nach ihrer Karriere sofort in ein Freeride-Filmprojekt aufgenommen worden von der Sandra Lahnsteiner. Wie war es für dich, so diese andere Seite kennenzulernen, da eben auch das Freeriden und warten wahrscheinlich auf das geniale Bild. Wie war das für dich nach dieser extremen stressigen Zeit, die du als Skirennläuferin hattest, wo Spontanität oft keinen Platz hatte? Es war super spannend. Also ich habe das wirklich als total spannend empfunden, die Zeit jetzt und vor allen Dingen gerade in Irish Sportarten, da ist es einfach so, dass man viel über Filme abdeckt oder einfach eben ja, coole Geschichten drumherum kreiert. Und das finde ich das Spannende, weil das ist bei uns halt eigentlich überhaupt nicht so. Und das ist halt, wie gesagt, eine ganz andere Welt. Und ich finde es schön, dass man irgendwie auch durch Filme seine Leidenschaft auch nochmal anders transportieren kann. Ich kann mich erinnern, wie du seinerzeit in Sölden gewonnen hast beim Weltcup, gab sofort ins aktuelle Sportstudio eine Live-Schaltung. Das waren damals 3-4 Millionen Menschen, die das gesehen haben. Und wenn wir uns diese drei Herren jetzt hier anschauen, da hat auch jeder in seinem Gebiet Millionen von Menschen, die immer wieder auf diese Projekte schauen. Da gibt es zum Beispiel dieses Local Surrounding, was du ja selber die Idee hattest, gedreht hast. Ich glaube sogar der Schnitt ist von dir, die Produktion ist von dir. 300.000 auf YouTube und dann gibt es deine Views von diversen Tiefschneefahrten mit Millionen Zuschauern.
gewonnen. Wie ist man da selber, wenn man das mitbekommt, dass da jetzt Millionen draufschauen? Ist man da völlig gehypt? Schickt man das sofort zu einem Sponsor und sagt 10.000 Euro mehr? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, so schnell geht das jetzt nicht. Aber ich sage, es ist schon, also mit dem Projekt Local Surroundings, es war eigentlich ein kleines Nebenprojekt von mir und vom Julian Pintarelli, also auch einem guten Kollegen. Also wirklich, es ist ein Freundeskreis, der eigentlich ein Movie machen wollte über Snowboarden daheim. Und deswegen auch Local Surroundings. Und es war eigentlich ein Nebenprojekt zu meinem anderen Filmprojekt, wo ich nur in Amerika war. Und immer, wenn ich heimgekommen bin, habe ich mit den Jungs gefilmt. Das heißt, ich war mit dem Dom unterwegs, mit dem Julian und mit dem anderen Dom. Da gibt es noch einen Dom. Und das wollte dann eigentlich wie so, wie Snowboard, wie man sich das vorstellt, wie halt einfach unsere Crew ist, mit Freunden rausgehen und wir haben das Beste probiert. Und wir haben aber nie so gesagt, boah, wir müssen jetzt das oder ganz streng. Es hat sich eigentlich immer so angefühlt, als ob wir rausgehen und einfach das machen, weil wir es machen wollen. Nicht jetzt, um ein Movie zu machen, sondern wirklich das zu genießen, mit den Freunden am Berg zu sein. Und ich glaube, das war eigentlich in meiner Karriere, muss ich sagen, eins von den größten, einfach ein Schlüsselpunkt, wo ich sage, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, wo du dich zu 100% wohlfühlst, einfach auch der Wohlfühlfaktor, das Selbstvertrauen, ist dann einfach um so viel höher. Also bei mir wurde es echt ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt sage, wo mit irgendeiner professionellen Crew in Amerika unterwegs, habe mich vielleicht nicht so wohl gefühlt, weil ich irgendwie der Underdog war. Und dann auf einmal daheim, wo ich mit den Freunden unterwegs war, habe ich es auf einmal gekillt, sage ich mal. Bin ich sehr gut gefahren und da haben wir wirklich ein Movie rausgezaubert, wo ich mir gedacht habe, wo ich heute sage, wirklich, das ist mein Karriere-Highlight und ich glaube, das wird es auch bleiben. Das ist genau das Gefühl, was man auch bei euch hat, oder, Marco? Wenn der Max, der Marco und wie ihr da alle heißt, unterwegs seid, da kommt immer so ein lässiger Spirit rüber, sehr, sehr locker. Best Buddies. Du, das glaube ich, ist eh was sein muss, dass man irgendwie was Cooles kreieren kann oder was erschaffen kann, vor allem in Sportarten, wo du halt selber sehr vertrauen musst, wo du halt genau wissen musst, was der andere tut und für das musst du ein bisschen einfach gute Freien sein, oder? Und wir schauen halt, dass wir eher in die Richtung, es geht nicht mehr wirklich extremer, du kannst jetzt nicht die ganze Zeit immer mehr pushen, weil bei unserem Sport musst du halt dann irgendwann einmal gewollt gegen einen Berg fliegen, so auf die Art. Und ich finde es halt cool, wenn es eher in Richtung Kreativität geht, vielleicht so ein bisschen einfach spielerische Sachen, einfach so Sachen, was irgendwie ein wenig schräg sind, aber du denkst also, ja okay, wir konnten es irgendwie hinbiegen, dass wir es irgendwie machen können, oder? Und genau, das funktioniert eigentlich ganz gut und von dem her schauen wir immer, was neue Ideen aufpoppen und dass wir das dann umsetzen. Der Werner hat uns jetzt den Mund wasserig gemacht mit Local Surrounding. Das sind sie, einige der Szenen aus dem Film gedreht in Tirol. Glaube ich, oder? Der letzte Sprung ist der Sprung, der da auch auf dem Cover. Ja? Nein. Das war eigentlich noch ein fetterer, gell? Ja, der war noch größer. Mhm. Der war jetzt in dem Clip leider gar nicht drin, aber das war sicher ein wahnsinnig guter Tag, muss ich sagen. Wir sind an dem Tag hoch, haben an dem Tag die Schanze gebaut. Das ist sehr, sehr viel Arbeit gewesen und wir sind am gleichen Tag das gefahren. Also, es war wirklich Die ganze Crew hat sehr gut funktioniert. Wir haben alle vor die Fahrer haben Schutz gekriegt und das Cover dann noch dazu. Ja, wirklich eine Session, wie man sich es vorstellt. Dann auch noch ganz kurz, bevor der Lift zugemacht hat, habe ich noch einen ganz speziellen Trick gestanden, was ich eigentlich nicht so oft mache. Und wenn dann deine besten Freunde wie mit Dom dabei hast und dann kommt noch ein Cover raus und dann noch der Mega-Film, das ist wirklich was ganz, ganz Schönes. Und ja, ich bin froh, dass ich das immer mit Freunden teilen kann und auch das Feedback, was man dann kriegt, sage ich mal danach, wenn der Film rauskommt, wo wirklich Leute sagen, boah,
ich habe so einen coolen Film gemacht, so viel Leidenschaft dabei, man sieht euch immer lachen, weißt du, wo jetzt nicht so oberprofessionell, sondern einfach mir war wichtig, die Emotion zu zeigen. Das ist für mich der Hauptgrund, wieso ich das mache, um Spaß zu haben und das will ich teilen mit den Leuten. Tom, was willst du mit deinen Fotos teilen? Wie gesagt, 240.000, das ist ja nicht mehr irgendwas, sondern das ist, du bist wahrscheinlich der erfolgreichste Instagram-Fotograf in Tirol, wenn nicht sogar in Österreich. Da hat man wahrscheinlich auch eine Verantwortung. Wie schaut diese Verantwortung aus? Ja, Verantwortung hat man schon, weil viel Blödsinn darf man dann nicht mehr anstellen, gell? Nein, Spaß. Aber ich will halt schon einfach die Leute halt auch sagen, vor allem bei uns in Tirol immer oder generell Österreich oder die Alpen. Wir haben es eigentlich einmal eh schon das Glück, dass wir überhaupt da wohnen dürfen oder halt aufwachsen. Und viele sehen halt auch nicht, wie schier wir es so eigentlich haben. Und das probiere ich halt auch die Leute natürlich zu zeigen mit unseren Sportarten oder was halt jeder halt gern macht natürlich. Und da das halt draußen in die Natur zu verbinden nehmen, zum Beispiel wie wir halt mit Freeride oder mit Snowboard generell, was wir dann halt für verschiedene Sachen produzieren und die dann am besten voll natürlich auf ein Cover landen. Und das probiere ich halt die Leute zu sagen, dass sie halt einfach sehen, wie schier wir es haben, dass sie auch rausgehen und das selber einfach irgendwie probieren zu erleben halt. Es sind ja gerade bei uns hier im Raum auch einige Touristiker. Ja. Auf was muss man schauen bei einem Bild? Was ist das entscheidende Bild, um vielleicht Lust auf ja, Wintersport, auf Tirol, aufs Billersetal, auf die Saalbacher, Fieberbrunner, Leoganger, Hinterglemmerl Hänge zu machen? Man, natürlich ist wichtig, halt, dass die Bedingungen passen. Gell? Das Wetter ist halt da ein großer Faktor. Und natürlich, wenn jetzt Wetter und zum Beispiel jetzt im Winter der Schnee passt, dann sucht man sich halt ein schönes Platz aus und dann schaut man, dass man da noch ein gutes Panorama ins Bild kriegt. Dann vielleicht noch im besten Fall halt auch Sportort, Skifahrer, Snowboarder, was auch immer, oder Tourengeher, da gibt es natürlich ganz verschiedene Optionen. Und das dann nur bei einem guten Licht, weil Mittagszeit ist natürlich immer schwierig. Aber so in der Früh oder am Abend hin, da wird das Licht dann halt auch spezieller. Wenn man das dann auf ein Bild einfängt, dann verleitet das dann schon oder das motiviert dann halt dazu, dass man das halt auch selber erleben will. Du, was man bei dir immer denkt, bei den Fotos, wie schaut denn das aus? Was hast du für Sicherheit, wenn du auf Instagram Fotos gibst? Weil das wird ja doch das eine oder andere Mal nicht nur gedeckt, sondern möglicherweise auch kopiert. Ja, gibt da schon wieder, oder von den Kommentaren her gibt es dann schon wieder ein gutes Gefühl, wenn gute Kommentare halt oder motivierende Kommentare kriegst. Und immer, es ist, die Social Media Welt ist heutzutage halt schon groß. Und Instagram, sage ich jetzt mal, von dem Algorithmus her, wo auch sicher mal besser, dass halt mehr Leute es gesehen haben, das Ganze. Und auch wenn es jetzt niemandem vielleicht so oder nicht vieles offiziell zugeben halt, dass die Likes halt die nicht beeinflussen. Aber ich glaube schon, wenn du mehr Likes kriegst, dass dich das immer wieder mehr motiviert. Und so wie es halt aktuell ist, dass halt jetzt Instagram vielleicht nicht so ganz gut geht, der Algorithmus und alles, dann denkst du da vielleicht, ja, was hätte ich da besser machen können, dass jetzt das Foto zum Beispiel besser ankommt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer, sein Ding halt durchzuziehen und einfach auf sein Gefühl und auf sein Inner halt losen, was man ja draus macht und immer halt eine Gaude haben dabei, was man macht. Marco, was bedeuten dir die Likes bei euren Videos, die durch die Decke geschossen sind? Total brutal, gell. Ja, sind sie. Es ist natürlich cool, wenn es viele Leute sehen, weil wir wollen halt einfach unseren Sport und wie wir das betreiben, einfach die Leute sorgen, oder? Und um das geht es ja eigentlich auch. Ist ja nicht nur gratis Speicher Instagram, was da von dem her... ist cool, wenn es die Leute taugt, wenn nicht, kann man auch nichts machen, solange es einen selber taugt, ist alles gut. Genau. Das heißt, das nimmst du wertfrei entgegen, wenn man weniger ja, wertfrei. Likes wertfrei ist schwierig, weißt du, ja. Du musst halt trotzdem einfach, weißt du, die Freiheit natürlich, du willst ja halt guten Content kreieren und halt lässige Bühnen machen und weil sonst bräuchert es das eh quasi nicht machen, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang, wenn es einmal nicht so viel sind, oder? Genau. Du eine Entschuldige, es ist ja oft auch so, wenn du dann denkst, so, das war der Wahnsinn, das Video oder das Foto ist der Wahnsinn und dann so, wird einfach nicht gesehen, auch wegen dem Algorithmen und wegen für andere Punkte wahrscheinlich. Ja.
Nimmst du das jetzt auch viel mehr her, eigentlich Social Media, wie vorher? Ist das für dich ein Berufszweig jetzt? Ich würde sagen, das ist eigentlich gleich. Also ja, es ist natürlich schon viel Arbeit, die da drin steckt. Und ja, man muss sich da natürlich genauso Gedanken machen, um da so ja, seine Linie zu haben. Da gab es ein Projekt von dir, wo ihr euch, glaube ich, auch sehr, sehr ja, viel Gedanken gemacht habt, viel Gehirnschmalz hineingeronnen ist, und zwar mit dem Ballon. Vielleicht kannst du dieses Thema nochmals aufgreifen. Megaswing meinst du? Megaswing, ja. Ja, ist halt auch im Endeffekt sowas. Es kommen ein paar Köpfe zusammen, die wollen einen Spaß haben, die überlegen sich was, und wir haben uns halt gedacht, dass wir da eine Riesenschaukel bauen, so zwischen zwei Ballone, und halt haben halt angefangen mit irgendwie so 400 Meter Seil und Klettergurt von dem einen Ballon aus und halt so unten rein pendeln und dann wegtrennen, ob es überhaupt funktioniert. Und im Endeffekt sind wir dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Meter das waren, aber so um die 200 Meter mit einer richtigen Schaukel halt, weißt du, wie du das halt so im Garten hast, oder? Und genau, das haben wir dann, ich sehe schon ein paar Jahre her, aber genau sowas macht es halt aus, oder? Das sind einfach so Hirngespenster, die was halt irgendwie lustig sind und sich keiner denkt, dass du das jetzt so machst, und sowas kannst du halt dann mit einem Team umsetzen, die was mit das gut verstehst und was eine Gaudi ist. Was denkt man sich dabei? Das Leben ist nur noch gut, wenn man da oben swingt, ein paar Kilometer über den Dächern. Was man sich denkt, also ganz ehrlich, im Endeffekt ist halt am Anfang, es ist natürlich eine gewisse Challenge, das Ganze auszutesten und wie man es halt dann macht. Und die Ballonfahrer waren auch der absolute Wahnsinn, weil du musst halt auch schauen, wenn du jetzt gemeinsam aufsteigst, die bleiben ja zusammen die ganze Zeit, und du musst halt die verschiedenen Windschichten und Luftschichten quasi ausnutzen, dass du eine Spannung kriegst zwischen die Ballone, und wo das dann alles passt hat und so. Ich habe mir halt gedacht, so, es schwingt auch gar nicht so. Schauen wir es uns an, und du redest einfach dazu, weil wir haben ja auch da ein paar Bilder. Vielleicht kann man den Ton vom Video rausgeben, und der Markus soll einfach zur Szenerie dazu zählen. Ja, genau. Man hat es halt vorher locked haben müssen, bevor man es released, dass man überhaupt zum Schaukeln anfangen kann, oder? Und genau, so, es ist relativ schnell gegangen, dass das dann nicht mehr pendelt hat. Und dann hängst du halt unterm Ballon und denkst da, ja, irgendwann wirst du ja springen müssen, und genau. Und dann hat es ja halt so gespült, was der, okay, man kennt ja das Weitspringen, oder? Von der Schaukel im Garten, und das haben wir halt dann auch schwer betrieben, muss ich sagen. In einer guten Hechen. Nein, es war richtig cool. Es war eine richtig gute Geschichte. Da gab es heuer eine unglaubliche Aktion von einem Motorrad- oder Crossfahrer, der da, glaube ich, in Frankreich oder in der Schweiz, oder? In Frankreich war er. Tom, glaube ich, war das. Ja. Wie ist da dann die Resonanz auch von den Partnern? Gibt es da sofort das, wo du hingehst zu deinen Red Bull-Leuten und sagst, du, ich hätte da diese Idee? Muss man das penibel ausarbeiten, oder wie kann man sich das vorstellen? Also bei uns ist es so, wir kommen eigentlich immer mit, sage ich mal, 10 Ideen, die was wir gerne machen würden, und dann redet man sich halt aus, und dann wird man quasi in ein, zwei Projekte, die was halt für beide Seiten passen, unterstützt. Und dann setzt man das um. Wenn es jetzt aber irgendwie ein Projekt ist, was man trotzdem selber voll gern machen wollen würde und machen will, dann setzt man es halt selber um. Also es ist eigentlich, wir schauen immer, dass es auf das ausläuft, dass wir es halt dann machen. Werner, wie geht es bei dir weiter heuer im Winter noch? Was ist noch geplant? Ja, diesen Winter hoffe ich mal, dass jetzt endlich bald wieder mal schneit. Also ich möchte definitiv noch ein bisschen was ins Gelände gehen. Auch mit dem Damm, wir haben eben ein paar Spots noch im Kopf, was wir unbedingt machen wollen. Also da gibt es schon ein paar so Kicker-Spots, wo wir noch unbedingt hinwollen. Und ja, es ist eigentlich Februar war echt ganz gut. Der März überrascht mich jetzt ein bisschen, dass er so trocken ist. Aber ich sage, irgendwann muss es wieder schneiden. Und von dem her wieder für ein neues Projekt filmen. Also wir haben schon echt gute Sachen im Kasten. Ein bisschen was fehlt noch, weil man möchte ja doch eins draufsetzen wieder, und es kommt ein bisschen mehr dazu, ein bisschen mehr Geschichte. Aber ich sage, es wird sicher noch ein schöner Winter. In Tirol haben wir ja echt viele Gletscher auch. Also meistens geht mein Winter schon bis Mitte Juni. Von dem her ist schon ein bisschen was Zeit. Und
ja, ich freue mich jetzt schon auf ein paar schöne Tage. Vor allem jetzt im Frühjahr, wenn der Tag länger ist, viel Sonne, eben viel in der Früh oder auch ganz spät am Tag. Wahrscheinlich auch das ein oder andere Shooting zum Sunset hin. Ja, da geht sicher noch einiges dieses Jahr. Da haben wir im Billesetal zwar keine Gletscher, aber schöne Spots. Hast du schon irgendwas gesehen, was du abfotografieren könntest? Ja, ich habe da ehrlich gesagt noch zu wenig Zeit verbracht. Und heute mit Herfahren ist ja schon wieder dunkel geworden. Aber einmal war ich schon unterwegs, da weiß ich noch. Aber da war es eigentlich ziemlich lässig, da hat es dann auch zugezogen. Aber ja, es gibt so viel, gell, was man noch sehen muss oder sehen will. Und ja, aber ich darf natürlich gern überall zugleich sein. Aber die Zeit läuft halt. Vicky, du, glaube ich, bist heute im Skizirkus unterwegs gewesen. Warst überrascht von der Größe? Ja, da ist gar nicht so klar, da das Skigebiet bei euch, ja, absolut. Skifahren war fein? Ja, war schön. Ich meine, ein bisschen staubig ist dann worden am Nachmittag, aber das, glaube ich, hat da jeder das Thema gehabt mit der... Staubig klingt der pulvrig. Ja, genau. Es war pulvrig, sagen wir so. Und bei dir geht es, glaube ich, du hättest sollen, aber aufgrund dessen, weil wir sollen, aber aufgrund dessen, weil wir, glaube ich... Ja, eben, ich fahre jetzt nach der Show, fahre ich quasi nach Italien Richtung Trento Orbi und da haben wir ein paar Tagessprünge geplant und die Jungs sind schon unten und warten quasi und genau. Übrigens, der Mann, und ich glaube, das dürfen wir ruhig erwähnen, wird heuer auch beim Wings for Life World Run, der 6., 7., 8. Mai, dabei sein, der Marco. Und wir sind noch nicht fertig, weil wir wollen euch nochmals ein paar Bilder zeigen, und zwar die Highlights von gestern. Sag aber danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Erster Freeride-Talk und ein bisschen mehr, also aus Fieberbrunn direkt aus dem Dewey Blue Hotel. Sag danke, Tom, fürs spontane Hierherkommen. Vicky, bedanke mich bei dir. Ganz kurz noch, weil wir vorher Vorarlberger hier hatten, was sagst du zum Johannes Strolz? Ja, mega. Also es freut mich richtig, vor allen Dingen, weil er doch eine schwierige Zeit hinter sich gehabt hat, aber es kann immer so und so ausgehen und bei manchen da geht es dann nicht mehr und bei manchen ist halt eben genau das andere Gegenteil und bei ihm hat es halt voll den Aufschwung gegeben und das ist total schön, wenn so harte Arbeit auch belohnt wird. Danke, Männer. Solltest du nächstes Jahr, du bist nämlich gestern nach Hause gefahren am Abend, bist heute wieder gekommen, in der Zwischenzeit, was hast du gemacht zu Hause? Sag's. Ich war ein braver Hausmann, hab gekocht, hab die Wäsche gemacht, ja, hab ein bisschen was zum Nachholen gehabt. Also solltest du nächstes Jahr wieder in Fieberbrunn dabei sein und gewinnen, dann wird schon gefeiert. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke dir, Werni. Und ja, damit verabschieden wir uns also hier aus Fieberbrunn. Servus, für Gott, auf Wiedersehen. Ganz wichtig, nützt den Powder aus, der in den kommenden Tagen hoffentlich kommen wird, vor allem auch hier bei uns im Gebiet. Und ja, in Tagen wie diesen ist sowieso das Wichtigste der Friede. Und bleibt gesund. Und jetzt also die Highlights von der Freeride World Tour 2022 vom Nils Zeloda.